Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von der HG Bar. Mehr Auswahl, mehr Service, mehr Leben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie zur Oktoberausgabe des Rathausfensters der Stadt Wriezen. Nun ist auch bei uns endlich der Herbst mit seinen vielen Facetten angekommen. Und ich habe die neuesten Nachrichten für Sie zusammengefasst. Beginnen wir mit dem bereits etwas zurückliegenden Saisonende im Wriezener Waldbad. Die Badesaison im Waldbad endete bereits am 15. September. In der diesjährigen durchwachsenen Saison konnte das Waldbad insgesamt 3.167 Besucher begrüßen. An besonders sommerlich heißen Tagen waren sogar bis zu 390 Badegäste zu verzeichnen. Leider musste aufgrund des niedrigen Wasserstandes am 13. Juli die Rutsche im Nichtschwimmerbereich gesperrt werden. Und auch in der diesjährigen Badesaison wurde der Einsatz unserer Badewarte und der Unterstützung der Wasseraufsicht durch den DLRG der Beweis für diese Notwendigkeit geliefert. Schlimmere Unfälle konnten durch den schnellen Einsatz verhindert werden. Beim bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln des Klimabündnisses hat die Stadt Wriezen vom 3. bis zum 23. September wieder teilgenommen. In diesen 21 Tagen radelten wir mit Ihnen und setzten gemeinsam nicht nur ein Zeichen für den Klimaschutz. Auch die eigene Gesundheit steht da im Vordergrund. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Von insgesamt 77 Teams in unserem Landkreis erreichte Wriezen mit über 13.000 geradelten Kilometern den 4. Platz. Für einen Platz auf dem Treppchen hat es leider nicht ganz gereicht. Das Team Lebendiges Wriezen und allen voran unser Bürgermeister als Teamkapitän bedanken sich bei allen großen und kleinen Radlern. Wir freuen uns auf die nächste Saison und hoffen auf eine noch stärkere Beteiligung im nächsten Jahr. Hoffentlich sind wir dann auch wieder an vorderer Spitze im Ranking dabei. Kommen wir nun zu einer Meldung aus der Bauverwaltung. Vor einigen Wochen wurde in der Eberswalder Straße in Wriezen der Gehweg erneuert. In dem Bereich wurden die alten Gehwegplatten aufgenommen, sowie der Boden ausgehoben und durch Recycling ersetzt. Die alten Platten wurden durch sogenannte TTE-Platten ausgetauscht. Das TTE-Verbundsystem vereint Tragschicht, Belag und Versickerungsanlage in einem System. Zudem wurden die Platten in einer Splittbettung verlegt und schützen damit die darunterliegenden Wurzeln. Durch dieses neue System soll auch verhindert werden, dass die Wurzeln an die Erdoberfläche gelangen und dadurch die Schäden am Gehweg verursachen. Der Herbst ist nun da und die Tage werden immer kühler. Trotzdem fanden immer noch viele schöne Veranstaltungen statt. Hier nun ein kurzer Rückblick dazu. Am 7. Oktober fand wieder das Drachenfest des HSI e.V. in den Silberbergen statt. Zunächst ließen die Wetterbedingungen einen perfekten Drachenflug erwarten. Leider öffnete sich der Himmel und starker Regen dämpfte das Vergnügen in den Silberbergen ein wenig ein. Trotz dieser ungünstigen Bedingungen sah man viele bunte Drachen am Himmel schweben. Die kleinen und großen Drachenläufer trotzten mit Gummistiefeln, Regenjacke und Regenschirmen dem Wind und dem Regen. Nun sagen wir herzlichen Glückwunsch. 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedensten Verwaltungen aus Märkisch-Oderland haben den Angestelltenlehrgang 1 erfolgreich absolviert. 3 Kolleginnen und Kollegen sind auch aus unserer Stadtverwaltung mit dabei gewesen. Der Lehrgang zog sich über 2 Jahre und endete mit schriftlichen und mündlichen Prüfungen zu den unterschiedlichsten Rechtsgebieten. In dieser Zeit, da haben Sie geschuftet, Sie haben geschwitzt, Sie haben gelitten, aber Sie haben niemals aufgegeben und Sie haben es geschafft. Ihr Erfolg ist ein bedeutender Meilenstein in Ihrem Leben und zeugt von Ihrer Zielstrebigkeit und Ihrer Motivation. Ihre Professionalität, Ihr Einfühlungsvermögen, aber auch Ihre Leidenschaft werden dazu beitragen, die Verwaltungen unserer Gemeinden, Städte, Ämter, vielleicht auch Zweckverbände, voranzubringen und das Leben der Menschen in den Kommunen zu verbessern. Sie sind feste und verlässliche Bestandteile ihrer Verwaltungen geworden. Den Unterricht selbst führte die Brandenburgische Kommunalakademie im Wriezener Bürgerhaus in der Gartenstraße durch.
Für die feierliche Zeugnisübergabe nutzte die Kommunalakademie den großen Ratssaal in unserem Rathaus. Nun können die Absolventen ihr Hauptaugenmerk wieder auf ihre Tätigkeit in ihrem jeweiligen Fachgebiet richten und sich das angeeignete Wissen zunutze machen. Beglückwünschen können wir auch unsere engagierten Kinder und Jugendlichen. Die Kinder und jungen Erwachsenen der Stadt Wriezen haben gewählt. Am 19. September erfolgte bereits zum dritten Mal die Wahl des Kinder- und Jugendparlaments. Insgesamt 14 Kinder und Jugendliche bewarben sich für eine Mitgliedschaft. Über diese Entwicklung der Beteiligung ist auch unser Bürgermeister sehr erfreut. Ist es doch ein Zeichen, dass sich viele für die Belange ihrer Generation engagieren und etwas in unserer Stadt bewegen möchten. Genau dafür ist dieses politische Gremium gedacht. Gewählt wurde in 3 Wahllokalen. Die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Oberschule und der evangelischen Johanniterschulen wählten an ihrer Schule. Alle anderen wahlberechtigten Kinder und Jugendlichen konnten ihre Stimme in unserem Bürgerservice abgeben. Die Auszählung der Stimmen erfolgte durch den Wahlausschuss am 20. September. Letztlich haben 455 Wahlberechtigte ihre Möglichkeit zur Stimmabgabe genutzt. Alle weiteren Informationen zu Wriezens Kinder- und Jugendparlament und die Namen der gewählten Mitglieder finden Sie auf der Internetseite unserer Stadt. Wir gratulieren allen neuen Mitgliedern herzlich und wünschen Ihnen für die Amtszeit viel Erfolg. Die Salvador Allende-Schule bildet seit nunmehr 50 Jahren einen wichtigen Grundpfeiler in unserer städtischen Bildungslandschaft und hat auch für die Heranbildung zukünftiger Generationen eine besondere Verantwortung. Grund genug, dieses Jubiläum über 3 Tage zu zelebrieren. Den Auftakt der Veranstaltung begleiteten geladene Gäste, Wegbegleiter und ehemalige Kolleginnen und Kollegen. Das ist die Plakette der dienstältesten Kolleginnen bzw. Kollegen. Und Frau Meschkapowitz ist inzwischen die Dienstälteste. Gleich nach dem Studium 1984 im zarten Alter von 22 Jahren, wir rechnen jetzt nicht weiter, ist Frau Meschkapowitz an diese Schule gekommen und sie ist geblieben. Also muss die Schule doch ganz toll sein. Stimmt's? Am Freitag folgte dann unter anderem ein Schulfest als Highlight. Zu guter Letzt lud die Schule am Samstag zum großen Tag der offenen Tür ein. Gerade in den letzten Jahren hat sich hier zwischen dem Lehrpersonal und der Stadtverwaltung eine gute Arbeitsbasis entwickelt. Und der Schulstandort konnte bis heute deutlich aufgewertet werden. Nach eigener Aussage ist unser Bürgermeister mit dieser Aufgabe noch längst nicht am Ziel. Wir finden aber, dass er sich auf einem sehr guten Weg befindet. Das aktuellste Beispiel für diese Entwicklung hatte ich Ihnen in der letzten Ausgabe des Rathausfensters vorgestellt. Unser neuer, schöner Tonhallenanbau in der Gartenstraße. Beim Sender Oderland TV finden Sie einen extra Beitrag über die 3-tägige Festveranstaltung. Wie oft haben Sie den Satz "Sag doch mal Danke" schon gehört? Wahrscheinlich sehr oft. Die Stadt Wriezen und allen voran unser Bürgermeister hat dies nun getan. Bedankt haben wir uns bei den Menschen, die sich unermüdlich und oftmals über viele Jahre für das Wohl anderer einsetzten und dafür von Mitmenschen vorgeschlagen wurden. Sei es im sportlichen, kulturellen oder im künstlerischen Bereich. Die Betreuung und Unterstützung von Menschen und Tieren. Die Freiwillige Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und die Jugend- und Vereinsarbeit. Das Ehrenamt ist so vielseitig wie die Menschen und Organisationen dahinter selbst. In der Stadt Wriezen wirken unzählige engagierte Menschen in ca. 80 Vereinen mit. Am 14. Oktober wurde nun genau diesen Menschen im Rahmen einer festlichen Veranstaltung zum Tag des Ehrenamtes in Wriezen gewürdigt. Beim Tag des Ehrenamtes werden in einem Rhythmus von 2 Jahren Personen für ihr bürgerschaftliches Engagement gewürdigt. Mit dieser Anerkennung möchten wir gemeinsam diese eindrucksvolle Leistung in unserer Stadt unterstützen. Unser Bürgermeister hatte die ehrenvolle Aufgabe, den Dank stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt auszusprechen.
Neben einer Urkunde und einem persönlichen Geschenk war der Höhepunkt des Abends die persönliche Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Wriezen. Insgesamt wurden 28 Personen ausgezeichnet. Wie jedes Jahr lud unser Bürgermeister am 9. Oktober zum gemeinsamen Gedenken an den Geburtstag unseres Ehrenbürgers Dr. Kuinuma ein. Diesmal jährte sich der Jahrestag bereits zum 115. Mal. Mit einer kleinen Zeremonie auf dem Schützenplatz wurde an das Leben und Wirken des japanischen Arztes erinnert. Zu diesem Anlass ist der Besuch eines Vertreters der japanischen Botschaft mittlerweile zur Tradition geworden. In diesem Jahr durfte unser Bürgermeister die dritte Botschaftssekretärin Frau Akari Kato begrüßen. Im Anschluss besuchte Frau Kato mit einer kleinen Schülerdelegation erstmals das Grab von Dr. Kuinuma. Das Denkmal auf dem Schützenplatz befindet sich übrigens seit dem 18. Oktober im Winterschlaf. Der große, frostempfindliche Marmorstein wurde dankenswerterweise mithilfe der Firma Preuß wetterfest abgedeckt. Nun aufgepasst, alle fleißigen Weihnachtselfen und Weihnachtsmänner. Alle Jahre wieder. Die Vorbereitungen für den diesjährigen Wriezener Weihnachtsmarkt laufen bereits auf Hochtouren. Und da kommen Sie mit ins Spiel. Immerhin soll der diesjährige Weihnachtsmarktbesuch mindestens genauso schön wie im letzten Jahr werden. Daher lädt unser Bürgermeister Aussteller aller Art herzlich zum Mitmachen ein. Es soll in gewohnter Weise die unterschiedlichsten Stände auf dem Marktplatz präsentiert und das Programm wieder so vielfältig wie möglich für die Besucherinnen und Besucher gestaltet werden. Vereine, Händler und Gewerbetreibende sowie Einrichtungen können sich gern an der Mitgestaltung des Weihnachtsmarktes beteiligen. Interessierte ohne Gewerbe mit einem weihnachtlichen Trödelverkaufssinn können in einer zur Verfügung gestellten Weihnachtshütte ihre Trödelware verkaufen. Gern bieten wir Ihnen auch eine geteilte Hüttenzeit von 10 bis 14 Uhr oder von 14 bis 18 Uhr an. Der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr am 9. Dezember ab 10 Uhr stattfinden. Nun ist Ihre Initiative gefragt. Interessierte können sich noch bis zum 17. November im Gewerbeamt der Stadt Wriezen anmelden. Zur großen 777. Jahrfeier im nächsten Jahr berät sich die extra dafür gebildete Arbeitsgruppe regelmäßig im Rathaus. Nun werden die Pläne für das viertägige Fest konkreter. Donnerstag, der 4. Juli 2024, startet demnach mit einem großen Konzert und vier Bands auf der Freilichtbühne in Wriezen. Am Freitag öffnen dann verschiedene Höfe im Wriezener Stadtgebiet ihre Tore und Türen. Dort können Sie dann nach Lust und Laune den Feierabend ausklingen lassen. Für gute Laune, Musik und Getränke sorgen die vielen verschiedenen Veranstalter. Und am Samstag wird richtig groß gefeiert. Um 10 Uhr wird unser Bürgermeister zusammen mit der Schützengilde und ihren berühmten Salutschüssen die Hauptveranstaltung eröffnen. Anschließend sind Sie herzlich zum Festumzug eingeladen. Danach wird ein buntes Programm auf dem Marktplatz für alle großen und kleinen Gäste angeboten. Der vierte Tag und damit Sonntag wird nach dem ganzen Trubel etwas ruhiger. Traditionell wird eine Andacht abgehalten und anschließend führt das Tanz- und Blasorchester Schulzendorf durch das beliebte Frühshopping. Die Arbeitsgruppe berät sich monatlich. Zu allen Neuigkeiten halte ich Sie natürlich gern regelmäßig auf dem Laufenden. Nun habe ich wie gewohnt unsere kommunalpolitischen Termine für Sie. Am 26. Oktober tagt die nächste Stadtverordnetenversammlung. Diese wird wie immer auch im Livestream übertragen. Die nächsten Fachausschüsse beraten vom 6. bis zum 9. November. Der Hauptausschuss findet anschließend am 16. November statt. Alle Sitzungen beginnen wie gewohnt um 19 Uhr im Rathaus. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Genießen Sie den schönen Herbst und schalten Sie auch zur nächsten Ausgabe im November gerne wieder ein. Ihre Juliane Ehlert. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von der HG Bar. Mehr Auswahl, mehr Service, mehr Leben.